Ich starte und den Rest machst du dann. Start. Ich erwarte voll die ganze Zeit den Start, ne? Den Start des Todes, aber. Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Custom Zombie Black Cox 3 Folge mit der Nebelektronik. Hoia! Und zwar, wir waren hungrig, haben gedacht, komm, wir kommen auf KFC. Oh, lecker. Ja. Komm mal hierher. Erstmal, bevor wir anfangen, überhaupt zu reden. Hier, siehst du die Flasche hier? Oh. Davon müssen wir, das ist was anderes, davon müssen wir 3 Stück sammeln. Ja, drauf schießen. Du siehst so geil aus, Mr. Pilot. Dankeschön, Mr. Nazi. Ich bin kein Nazi, ich bin Neonazi. Ja, und hallo. Ja. Oh, hi. Wollen wir in diesem Video mal kurz sagen, über was wir alles aufnehmen wollten, weil wir haben es in gar keinem Video erwähnt. Nicht da? Können Sie es mal sagen? Das haben wir wirklich nicht erwähnt. Das sollten wir so, hätten wir sogar als erstes erwähnen sollen. Eigentlich. Ja, Leute, auf jeden Fall. Wir werden ganz viel Rocket League aufnehmen. Auch mit Turniere mit enthalten. Aber dazu in dem anderen geilen Video. Was wir gedreht haben. 2 in einem heißt das, glaube ich. Ja. immer ganz schön sexuelle Namen nehmen. Ja, also, und dann noch so. Ja, wir nehmen dann noch auf jeden Fall CSGO auf, also so kurze witzige Ausschnitte von Pro-Plays, wie zum Beispiel von Sir Cash, unserem meist ersehntesten Pro-Player. Also, das ist richtig geil. Wirklich, das, man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll, wenn man den zuguckt, wie er spielt. Das ist, aber ja, das werdet ihr dann schon sehen, also schön dranbleiben, ne? Also, ja. Dann kommt auf jeden Fall noch Black Cox hier, ne? So, oh, Black Cox? Das hätte ich nicht gedacht. Ja, wir testen schöne Maps und so aus, ne? Weil hier, wie man sieht, ist es auch hier ganz schön black und so, ne? Und wir stehen auf Black. Da habe ich ja am Anfang so einen Black, Black Man gesehen mit riesen Augen und alle. Oh Lord! Oh Lord! Alter, der oben links, Alter, so. Ah! Oh mein Gott! Ich kann es nicht glauben! Was ist mit diesen Lampen hier los, Alter? Ich hätte wirklich gedacht, dass ich KFC besser das leisten kann. Ja man, das war billig aufgebaut hier alles. Was sind das? Das sind nicht mal richtige Stühle. Wir lassen die Kunden auf Holz oder Stein sitzen. Emre. Ja. Ja, dieser eine hier schöne Bug. Wieso wird der eigentlich nicht behoben? Oh wow. Das tut mir jetzt leid, aber ja. Wow, nice. Warte. Welcher Bug? Achso, ja, warte. Unser komm hier. Ja, das ist der Bug, Leute. Richtig geil. Also, guckt euch das an. Hübsch, ne? Also, die bleiben einfach da stehen. Also, man kann da drauf gehen, dann ist man out of Zombie Range. Ja, ne? Die Zombies, die können dich dort einfach nicht riechen, weil du in so einer Skala bist. Genau. Hier ist ein besonderer Bereich. Hier saß Gaddafi mit seinem geilen Arsch drauf auf diesem Stuhl. Ja, und deswegen halt ist es. Und der hat da richtig hart einen fahren lassen. Dann kam hier so eine Gasspur. Und die wird nie verschwinden. Das ist die Verpflichtung. Stellt euch genauso vor wie eine Atombombe, weißt du? Die ist ja auch aus jahrelang. So eine Mini-Atombombe, also so ganz mini. Das hat aber keine Atombombe. Ja, eine Mini-Atombombe. Das ist dann sowas wie eine Mini-Atombombe, nur ist es nicht giftig, sondern mehr nützt es was. Eine Melone? Hä, wieso geht die nicht kaputt? Und warte mal, was sucht deine Melone im KFC? Alter, die müssen hier irgendwie die Hühner füttern. Oh mein Gott! Ja, die Hühner müssen die schon füttern, aber die werden noch eh zerhäckselt in dem Feuer hier mitten im Laden. Das ist ja der Grillbraten hier. Da braten sie ja die Zombies. Nee, ich bin bereit für dich. Geh weiter nach hinten anstatt Richtung zu mir. Ich brauch mehr Zeit, dich zu wiederbeleben und nicht weniger. Aber. Mann, ey, schubst mich weg, verpiss dich! Oh mein Gott, was mache ich denn hier? Was hau ich denn hier gerade raus? Ich bin gleich tot. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Ich werde mein Bestes geben. Leute, das oben rechts nicht beachten, ne? Also, das ist nur von meiner YouPorn-Seite. Ja, wow, wie laufen denn die Zombies hier rum? Ich werde mein Bestes geben. Nein. Sie haben ihr Bestes gegeben. Nee. Also, Leute, hier Emre wie am Aufnehmen. Nee, okay, passt schon, das war geplant, damit wir hier in der Runde anfangen und du wieder drin bist, weißt du?
Oh. Ja, tut mir leid, aber der Platz war einfach so scheiße. Schau mal, komm mal her, ich zeig das dir. Jetzt, ich habe die Zombies hier angesammelt, ich laufe hier hin und die Zombies drehen so um und kommen von hier zu mir. Und wenn ich wieder hier hingehe, dann drehen sie wieder um von dort und kommen von hier. So richtige Anti-Zombies, Alter. Die so gar nicht das tun, was man von einem COD-Zombie erwartet. Deswegen konnte ich dich gerade nicht wieder beleben, Alter. Ja, Leute, ich bin auf jeden Fall nicht so ein Pro-Player hier. Ja, ich habe meine 3.000, 4.000 Stunden, aber Endes hat erst seine, keine Ahnung, nicht mal 100 Stunden erreicht insgesamt. Bei COD-Zombie. Black Ops 3 habe ich keine 100. Bei COD-Zombie habe ich nicht mal 100 erreicht. Also Black Ops 3. Ich finde Black Ops 3 scheiße. Aber Custom-Zombies versüßt die ganze Scheiße. Du findest Black Ops 3 scheiße? Ja, die Version 3 vom COD gefällt mir einfach nicht. Aber er ist so schwarz. Black Ops 2 war viel geiler und länger. Oh, dass er länger war, kann ich nur bestätigen, aber... Was ist denn das, Alter? Eintritt zur Gaskammer, oder was? Da kann man sogar durchsehen! Hallo? Leute drinnen! Wir holen euch da raus! Die Juden schreien schon nach uns! Wir müssen sie retten. Warte, ich suche gerade... Wir müssen sie retten und dann nochmal vergasen. Retten und dann wieder in den Bunker rein. What the fuck? Was ist denn das für eine Tür, Alter? Die versteht ihr einfach im Boden. Okay. Wow, und was ist das hier für eine Mystery Box? Die steht in so einer Sackgasse drin. Das ist doch okay. Geh wieder in die Sackgasse rein. Versuch doch zu überleben. Willst du es schaffen? Ich bin auch bei dir. Das werde ich schaffen. Himmel, wieso kommen sie auch rein? Das letzte Mal, wo wir das getan haben, sind wir hier drin verreckt. Und es passiert einfach genau das was ich vorausgesehen habe. Hallo. Oh. Ich bin einfach zu gut, Alter, in die ganze Welt. Mann, da krabbelt einer rum, Alter. Ja, Leute, wieder zu dem Thema, ne? Also, wir werden auf jeden Fall Rocket League. Ja, CSGO, Rocket League, so. CSGO und. Minecraft. Ja, Minecraft. Minecraft, Projekte, Dildos, alles, was dir euch einfällt, halt einfach. Ja, genau, also, da werden wir. Kostet Juggernaut. Wir werden keinen spezifischen Kanal. What the f. Der stoppt förmlich in sich rein, Alter. Wir werden auf jeden Fall kein Kanal sein, der die ganze Zeit das gleiche aufnimmt oder immer das gleiche Spiel. So, das, wir brauchen Abwechslung, wir brauchen immer was Neues. Deswegen zocken wir gleich mehrere Games. Vielleicht wird es auch bald später so sein, ne, dass wir auch so Games wie Overwatch oder was weiß ich, keine Ahnung, was aufnehmen. So, das kann immer ganz spontan kommen, ne? Ja. Und wieso? Kann man nie wissen. Wieso sind hier. Alter, bin ich gerade hier prohaft überlebt. Ey, aber wieso schießen sie auf mich? Boah, du hast gerade. Dich. Du hast mich gerade gerettet, halt wirklich, ne? Ja, ich hab's ja gesagt, ich rette dich, Alter. Ich weiß. Wir brauchen ein Schild, Emre. Wir brauchen eindeutig ein Schild. Ich hab die Schildteile zu. Oh, wie das in sich reinstopft, Alter. Oh, Leute, so macht man das. Ja, ich finde oh mein Gott! Nein! Was ist das für eine Granate? Emre, sie müssen es schaffen. Oh, 3 Walkers left. Oh, end of the round. Oh, die heilige belebende Hand. Oh ja. Oh. 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 Warte, jetzt komm her. Wow, diese Melone. Oh, Melo. Lanziere. Nein. Ich seh's schon. Zombie. Nein. Oh mein Gott. Ja! Leute, jetzt geht's los. Ups. Weg mit euch, Alter, aus dem Weg. Get the fuck back. Bam. Oh mein Gott! Zurück mit euch, Alter! Schau mal den Schwarzen rechts an der Wand an! Wo? Achso, ja, da habe ich ja gerade gesagt, der schlingt das förmlich in sich rein, Alter! Ja, Leute, wir, ja. Geht drauf! Mein Ding ist gleich kaputt! Oh, okay, fertig! Falsch. Hä, woher weißt du, ob das gleich kaputt ist? Das geht kaputt, das sieht man da. Na, ja, stimmt. Warte, lass es mal kaputt machen. Ich will ein neues Exemplar. La 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 la. Ja, hopp, ich ist schneller daher! Oh, wie lange? Das war letzte. Hol dir Jaganook, wenn du findest, wo Jaganook ist. Wo war Jaganook? Ich kenne die Map nicht. Ich weiß nicht. Jaganook, kann es sein, dass es am Anfang war so? Los Bollos, ja, Hermanos! War Anfang. Komm, führst du. Lass dich hängen. Was ist denn hier los, Alter? Lass mal einen Zombie am Leben, lass mal ein paar Gläser suchen. Wir müssen noch zwei Stück, ja zwei oder drei Stück finden. Ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Testing war. Oh mein Gott! Emre, ich bin der größte Pro-Player der Welt.
Oh, wie will ich dich jetzt retten, Alter? Oh, wieder diese verfluchte Stelle. Wir haben letzte Runde aufgenommen, die, ja. Na, die Zombies haben, die wollten einfach Emre verarschen. Das waren einfach Anti-Zombies. Was für eine letzte Runde, du Idiot. Das war die Runde. Das war diese Runde. Das war nicht diese Runde. Geh Richtung Spawn. Doch, das war die Runde. Nein, war es nicht! Wieso kommen die Zombies von der anderen Richtung? Ja, guck mal, das sind alles Anti-Zombies! Ja, wow, ich kann dich nicht wiederbeleben. Rest in peace. Now! Look how Emre plays. Das ist voll schade, dass dieser Ton nicht kommt. Der hört sich so geil an. Wenn ihr mal Zombies, also normal gezockt habt, diese Kampagnen-Maps oder was auch immer das ist. Dann, wenn ihr ein Schild nehmt. genau so hört das sich dann an. Nein, das war anders. Also einigermaßen. So ermutige ich mich immer. Nein, ich das machen will. Was ist denn das rechts neben dir? Ein Eiskaffeeautomat oder was? So. Kostet beim First Room. Juhu, Leute, jetzt geht's los. So, wir sollten eigentlich die Flaschen suchen. Im First Room ist der Juggernaut. Ja, ich hab die alle Türen schon aufgekauft. Weißt du, kommst eigentlich locker easy. Die Türen sahen hier sowieso aus wie so Gitter, wo so Hühner eingesperrt werden, Alter. Als wären wir hier so auch Hühnchen. Die so hier von irgendwelchen Tieren gejagt werden. Oh, ich brauche ein Schild! Das ist alles, was ich brauche! Komm her, Alter! Komm her, Junge! Komm her, bam, Junge! Du hast sie richtig fliegen sehen bestimmt, Alter. Anders ist das Tür besser auf uns da. Mann! Mein Schild ist kaputt gegangen, da habe ich auch immer 10 Stück. Das Schild ist einfach zu geil. Got the fuck back! Das ist einfach zu geil, dieses Schild. Aber schade, dass man keine Punkte bekommt. Ah, hier. Ja. Our food is so good, you would die. Hier. Emre, könntest du mir mal helfen? Oh, danke. Sag ihn doch einfach. Our food is so good, you would die for it. Oh! Hä, ich finde das. Lass mal ein Glas suchen. Ja, ne, wo sind die Gläser hier? Man sieht gar nichts von denen. Ja, das, eins. Das ist ein guter Ort, wo du gesucht hast. Vielleicht auch an den Außenseiten. Aber oh, bezweifle ich jetzt, weil es zu schwer wäre. Außerhalb der Map vermute ich mal. Ja. Glaubst du mir? Habe ich schon gemeint. Wow, das Gras sieht auch hochqualitativ hochwertig aus. Ich schmeiß einfach mal eine Granate rein und lass Emre die ganze Arbeit machen und suche hier nach Flaschen. Ja, mach mal. Oh, hier gibt's Gaskanister! Für die ultimative Vergasung. Und hier ist eine Gasleitung, die nicht mal an der Wand ist. Wow. Nun Leute, man sieht nicht seinen eigenen Schatten. Das finde ich schade. Aber das finde ich bis jetzt ist das geilste COD. Allein nur wegen dem hier. Nur wegen dem hier. Guckt mal nach unten, Leute. Oh, seht ihr meine Beine? Seht ihr sie? Seht ihr sie? Oh mein Gott. Oh. Schön mal dein Leben ab, Alter. Wie sieht denn der Himmel hier aus, Alter? Komm mal raus. Okay, nur noch zwei Zombies leben. Am Was Leben ist lassen. Mit der Mülltonne los, Alter. This girl is on fire. Guck mal den Himmel an, Alter. Das sieht richtig geil aus. Richtig rot. Ja, das hat er nicht gemacht. Das war 100% eine Vorlage. Das sieht ja. Dann alles hier wie geil aussehen. Oh, sieht schon. Wir müssen jetzt die Gläser suchen und finden. Wir suchen jetzt die Gläser und danach machen wir. Oh. Campen uns irgendwo hin und übernehmen so lange wie es geht, weil ich glaube eh danach, dass die Map fertig ist. Und ja, dann sterben. Das einzige, was ich in dem Moment haben möchte, ist dieses Laserstrahl, was in die Luft geht von dieser Box da aus, ne? Den als Boost zu haben bei Rocket League. ich sehe darin einfach nur in diesem Strahl so einen Boost von Rocket League. Das andere sehe ich darin nicht. Der sieht einfach geil aus. Ich habe eine. Was tust du mit dem? Komm her, da unten ist einer, schau. Ist es? Wo? Warte, nimm mal den Zombie, geh weg, genau. Geh mal weg mit dem Zombie. Geh weg mit dem Zombie, ich zeig das dir hier. Hier. Komm her. Was ist da? Ein Glas, du Idiot! Siehst du das? Er schießt es doch! Ja, okay, das ist der zweite gewesen. Was war da? Nicht hinten! Oh mein Gott, hab ich Angst gehabt. Ja, da war der Fall. Das sind. What the fuck? Emre! Diese Melone ist gerade einfach in den Schrank rein.
Oh, die gehen alle da rein! Wieso? Keine Ahnung. Geht da wieder rein. Böse Melonen. Ja, lass. Okay, lass also mal draußen suchen. Ich werde nicht. Realistisch, man kann sogar die Melonen einräumen, wieder in den Schrank rein, weißt du? Vielleicht auch auf den Sitzplätzen, das kann auch sein. Ja, such doch mal drin, ich such mal draußen. Ich will Im ersten Raum bezweifle ich echt, dass da noch was ist. Oh, diese Mülltonne ist auch on fire. Diesen Rucksack. Ich hab kein Schild mehr, Alter, und ich check das erst nach 3 Stunden, Alter. Oh. Ohne Schild ist das Leben schwer, Leute. Ohne Schild! Ohne fliegendem Schild ist das Leben schwer. Jetzt komm her, Alter. Komm her, Alter. Ich mach einfach hier rein, ich weiß nicht, ob es weh ist. Ich sag draußen ist es nicht. Also, gibt es auch im Online dieses Schild, Emre? Ja, ja. Also online weiß ich nicht. Das haben wir uns normal, ja. KFC-Zombies. Also, Mann, das haben die doch nur für uns geplant hier, die Scheiße. Was sich hier mit ihren Kunden abziehen, ich versteh's einfach nicht. Der Zombie hier macht was mit mir, Emre. Ich komme nicht mehr raus. Dann töte ihn. Ich hab mein Schild, hält noch ein bisschen. Du kannst so ein bisschen suchen. Nein! Wir werden alle sterben! Bam, Junge, Alter! Ich riskiere nichts! Ich weiß nicht, der letzte Ding ist hier irgendwo. In diesem Raum. Ist doch nicht draußen. Bestimmt in jedem Raum ein einziges. Oder in jedem Bereich, weil ich glaube nicht, dass er in einem Raum 30 Stück reinmacht. Ja, das sowieso nie, aber. Also 3 waren da, ne? 3 Flaschen. Ja, ja, 2 haben wir gewonnen. Ne, 3, wenn man nicht mehr noch mitzählt. Der Kobold ist wieder unterwegs, ne? Welcher Kobold? Na du, der witzige Kobold. Ach so, der Hodenkobold. Der Hodenkobold. Ja kommt! Ja komm! Ja! Hier gibt's Leckerli! Hier gibt's Leckerli! Ja komm mal hier! Hier gibt's Leckerli! Hier gibt's ein Leckerli! Oh! Ja, leckerli! Oh ja! Einen am Leben lassen. Emre, ja. Rasiert die durch. Ich sollte immer eine Waffe holen, Alter! Ja, ist ja auch nicht schlecht, deswegen einen am Leben lassen. Ich eröffne Mystery Chest. Pass auf, die kommen alle zu dir. Was ist denn das? Oh, das ist eine Pumpgun, geil. Oh, nee, nee, die kommen nicht zu mir. Guck, ja, ich hab die überredet. Danke, Guys! Nicht holen! Nicht holen! Lass ein! Oh Mann, die kann man nicht trauen. Die kann man nicht trauen? Hä? Diese Pumpgun schießt Einzelschuss! Ich bin im Klo drin! Was ist das für eine Pumpgun? Ich kann die das ist für Arsche! Ich wäre gerade fast wieder stecken geblieben. Oh, stecken geblieben. Oh, das ist mir letzte Nacht auch passiert. Dass ich einfach so stecken geblieben bin. Oh. Na, hier ist gerade mal hier keins. Ja, was ist denn das für eine Pumpgun? Ja, Mr. Zombie hier. Genau. Hier, guck, wollen Sie mal ein Lagerfeuer hier? Sing das Lagerfeuerlied. Oh mein Gott, ich hab die Wunderwaffe. DG2. Nee. Und nein, oder? Oh. Nein! I can't even believe this! Warte, ich lasse mich mal töten, dann können wir mal die Waffe hier reviewen, ne? Reviewen, Alter, allein schon. Was machst du? Ich will sterben. Ey, warte mal, ich hab doch Juggernaut gehabt. Nein, Mann, du Idiot, wieso machst du das? Frage ich mich auch. Ja gut, ich wollte dich spectaten, dann die Waffe halt. Das kannst du, wenn du wirklich stirbst, dass dich umbringen. Ich finde die letzte Flasche nicht. Mann, wie schlecht sind sie hier. Hast du mal ein bisschen weiter oben? Ey, wie hast du diese Superwaffe bekommen? Von der Chest einfach so raus? Ja, ja. Bei solchen Maps kriegt man sie immer von der Chest. Hinter dir ist ein Gerhard. Ja. Ich komme mal ein paar Perks, Alter. Diese verdammte Waffe tut nicht one-shotten, oder was?
Ja, wir sind Runde 14, tschüss! Da sind wir 14 schon. Es geht wieder zu lang hier. Aus dem Weg, get the fuck back! Oh! Was? Hä? Was ist das für ein Ton, Alter? Das ist meine Wunderwaffe. Du heiliger Wundermensch, Alter. Ja, hört sich voll komisch an. Wie so ein Bohrer, der gerade, der so eine Batterie leer hat, Alter. Ja, damit spielt man, oh Mann. Oh! Damit spielt man nicht, weil man eigentlich schon punchen kann. Ich finde das mit dem Punchen immer noch scheiße, aber... Man kann die Wunderwaffe punchen. Stopp, 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 stopp! Oh Gott, ich sag 100 mal stopp. Leute, beachte das oben rechts nicht. Das ist, das ist von YouPorn. Von YouPorn, wie gesagt, von YouPorn. Die machen ab und zu Giveaways für so Dildos, weißt, also so richtig moderne Dildos. Ich finde nichts. Your food is so good, you walk. Oh man. Oh. Mein Mann mal das lesen und Elis ist am Sterben. Oh, was, wieso hat er seine Hand da so komisch? Ich versuch mal hier Ding zu rennen, komm. Ja, genau. Aber so. Nee. Ich weiß nicht, wo das ist. Wir müssen durchrennen. Einfach durch diesen es war. Oh mein Gott, ich hab eine Tür geöffnet! Es wieso hol ich mir mittendrin Juggernaut? Leck mich, jetzt ist sogar das Geld von Juggernaut weg. Ich geh einfach hier rein. Oh, look at Alter! Was hast du denn getan, Emre? Ich bin hier am Sterben und du erkundest deinen Raum oder was? Wow, ich bin tot. Na, ich würde mal sagen, das war's dann mit der Runde, ne, hier. 1-7, Alter. Ja, man konnte noch runterkaufen, wir haben das gar nicht gemacht. Ich hab gedacht, man muss alle drei Flaschen, nein, kann nicht zählen. Drei Flaschen sammeln, um runterzugehen. Naja. Oh, Lord! Ja, Leute, das war's dann mit der KFC-Map. Wir hoffen, es hat euch gefallen und gefallen hast du die Map. Check the map out. Wir könnten mal so eine Punkttabelle machen, wie viele Punkte wir denn. Ja, was ich hab mir auch gerade gedacht, ne? Oh. Oh, hier nochmal der nette Nazi hier. Oh, bei mir auch. Oh, was für ein Zufall. Also, ich muss sagen, die Map war nicht so geil. Die war sehr klein. Sie war schlicht gehalten. Ich sehr klein und auch sehr leicht zu überleben eigentlich, wenn man wirklich auf Highground spielt. Also du bist eh scheiße, ich zähl dich jetzt nicht als Überleber, genau. Aber... Ja, du hattest ja auch einen Ort gefunden, also so ein Bug, der muss natürlich auch behoben werden. Ja, die Map, ich glaube nicht, dass sie aus... Also der Entwickler dieser Map hat ja gesagt, dass er diese Map schon fertig gemacht hat, ne? Hier so gepublished hat, aber ne, ich finde, die ist noch nicht reif, um gepublished zu werden. Weil die kommen ja nicht mal nah daran, an diese normalen Kampagne-Maps und so. Also da gibt es da noch eine Map, dieses, Fabrik der Untoten, aber das war was anderes, genau. Wieder. Das ist eine wirklich wunderschöne Map, aber dazu ein nächstes Video. Ne? Ja. Am nächsten Video kommt das, ganz sicher. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns wieder, Bruder!